Unser Initialprojekt widmet sich dem Leben und dem musikalischen Umfeld einer ziemlich wilden und extravaganten historischen Figur, nämlich der Königin Christina von Schweden. Sie muss eine absolut faszinierende Frau gewesen sein, hochgebildet, kunstsinnig und mit einem stark ausgeprägten Autonomiebedürfnis. Deswegen hat sie auch irgendwann abgedankt, ist nach Rom ausgewandert und hat dort unter anderem ihre eigene Kapelle gegründet. Unser Programm steht also, wenn man so will, unter der Schirmherrschaft einer ziemlich ungewöhnlichen Monarchin. Mit Barock Lab haben wir uns einen riesigen und von vielen von uns lang ersehnten Traum erfüllt, unser eigenes Orchester zu gründen. Wir haben alle in Frankfurt an der Hochschule zusammen studiert, historische Aufführungspraxis, und kennen uns deswegen schon aus super vielen unterschiedlichen Ensembles und haben sehr, sehr viel gemeinsam gespielt. Und deswegen ist es uns sehr wichtig, wechselnde Führungspositionen zu haben, also Konzertmeister- und Stimmführerpositionen. Genau auf die Art wollen wir eigentlich unsere künstlerischen Potenziale sammeln und bündeln und dann auf die Bühne bringen. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir weiter als ein festes Ensemble regelmäßige Konzerte spielen, dass wir zusammen experimentieren und dass wir zum Beispiel ungewöhnliche Konzertorte bespielen, um die Barockmusik einem breiteren Publikum näher zu bringen. Jetzt gerade liegen ganz intensive und erfüllende und inspirierende Probentage hinter uns. Wir freuen uns sehr auf unser Konzert heute Abend. Und noch mehr freuen wir uns auf euch bei unserem nächsten Projekt. Übertraf. Bitte eure Meinung.